Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und ich saß gerade unten im Wohnzimmer und dachte mir so, Mensch, du musst ja ein neues Video machen. Welche Mod nimmst du da und welche Mod hatten wir schon lange nicht mehr? Die Broin-Modifikation. Genauso wie Schriez, aber das ist noch ein anderes Thema. Wir hatten jetzt viel Lüdenscheid, wir hatten so ein Eine Kiesling-Update Person hat einen zwischendurch. Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Ja, machen wir. Ja, die 2, Notfall, Assistent, Notarzt, so. Und da musste jetzt irgendwas her wieder. Und da ist, ja, ich sag mal, wieder ein bisschen still wird gerade in der Musik ist schon mal gut. Gerade wieder ein bisschen ruhiger wird in der Emergency-Welt. Dachte ich mir, warum nicht mal wieder eine Mod von den Spielen, die wir sowieso schon haben? Kurz vorweg zum Thema Biberfelde Retrofitting. Das funktioniert bei mir derzeit nicht, da ich ja die Steam-Version nur noch habe, nicht mehr die CD-Version. Donnerstag 20 Uhr war das, glaube ich. Machen Sie einen Livestream, wo Sie die Neuerungen der Mod bekannt geben, wie aber auch zeigen, was neu ist und wo dann auch mit der Bug mit der Steam-Version beendet sein soll. Ich selber Donnerstag, doch Donnerstag müsste ich sogar die Zeit haben, mir das anzugucken, werde da auch bei sein und mir das anschauen. Und hoffe natürlich dann, dass wir das auch ganz normal über die Steam-Version spielen können. Dass du nicht transportfähig machen kannst, weiß ich, aber du kannst ja trotzdem schon mal First Responder, bevor der Notarzt da ist. Macht meistens nämlich immer ein bisschen Sinn. So, Ruhestörung haben wir abgeschlossen. Status 1. Ich muss mich aber wieder an die ganzen Knöpfe hier gewöhnen, was man wie drücken musste. Das ist ja auch nicht mal eben so. Holst du dir jetzt bitte eine Trage aus dem Auto? Danke. Wir spulen vor, wir wollen ja halt ein bisschen was sehen auch. Wie immer derselbe Bug, dass er diesen persönlich aufladen will. Mit Notarzt, ohne Notarzt, ohne Notarzt. Sehr schön. Könnt ihr beide auch einsteigen und ab geht die wilde Fahrt. Ja, was soll ich sagen? Das ist die Neuerung, die momentan in der Emergency-Welt stattfindet. Natürlich wird an Lüdenscheid noch nebenbei gearbeitet. Logischerweise, die ist ja gerade neu für Emergency 5, Emergency 4. Ein paar Mods, die in der Entwicklung sind. Wo es jetzt aber nichts Nennenswertes Neues gibt, wo wir einfach wirklich jetzt abwarten müssen, was da kommt. Und somit beschäftigen wir uns wieder mit den alten Sachen. Wegberg kommt diesen Sommer noch raus, das wissen wir ja schon. Da startet jetzt ja demnächst die Beta-Phase. Und dann gehe ich doch davon aus, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird, bis das dann wirklich losgeht. Worauf ich mich auch tierisch freue. Wie gesagt, das habe ich damals schon, ich glaube, im Frühling gesagt. Sollte die Mod rauskommen, werde ich live gehen. Das werde ich auch diesmal wieder machen. Ich meine nicht, dass ich jetzt so selten live bin, aber da gehen wir dann wieder richtig live. Da gehen wir dann auf die ganze Neuerung mal drauf ein. Gucken uns das Ganze ganz in Ruhe an. Nicht 6 Stunden, wie ich es dir von Wegberg gemacht habe. Aber ich denke mal so, 1,5, 2 Stunden werden wir das dann auch hinbekommen. So. Wir warten jetzt mal auf einen neuen Einsatz, würde ich sagen. Es wurde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge gemeldet. Versorgen Sie die Opfer. Transportieren Sie sie ab und transportieren Sie auch die Fahrzeugwracks ab. Und da haben wir doch auch schon tatsächlich unseren Einsatz Tech 2 im Gebiet der Freiwilligen Feuerwehr, RD2, Notarzt. Ich gehe aber davon aus, dass hier noch einer eingeklemmt ist. Die Pol einmal zur Einsatzstelle.
Ne, ihr kommt mit raus, richtig? Richtig. Plus Rüstwagen, der noch von außerhalb kommt, plus HLF, was von uns kommt, plus ELW. Nee, nur HLF. Mit vier Mann. Der macht schon extrem frühes Martinshorn an. Oh, ein Fahrzeug brennt. Und ich habe immer so ein Glück mit brennenden Fahrzeugen. Vor allen Dingen, da ich nicht mal ein AGT-Träger dabei habe. Doch da hätten wir einen. Fahrzeug 21 hört. Ach, du hattest gar keinen Schnellangriff drauf, ne? Wir wollten uns aber mal ein bisschen eben beeilen. Der andere kann natürlich aber. Du wirst wahrscheinlich der Maschi gerade sein. Aggregatschopper bitte starten. Brauchen wir so oder so. Pumpe starten. Damit wir das Fahrzeug löschen. Diesmal funktioniert es auch wenigstens. Wieso können wir hier keine Klötze rausnehmen? Ach Quatsch, da muss ich auch draufklicken. Oh, das ist so ungewohnt wieder. Oh, pass auf, wir brauchen hier nicht die ganze Straße blockieren. Das können wir auch anders machen. Genau so, perfekt. Bitte einmal dahin. Du kannst hier dich mal hinstellen. Du bist nämlich ziemlich unwichtig. Da unten kommt noch der Rüstwagen angedüst. Gelöscht haben wir. Du kannst mal eben gucken, was da schon mal Phase ist. Genauso wie der Notarzt einmal mit rüber guckt. Ist total ungewohnt, jetzt wieder zu Hause. Frau und Kind sind ja wieder da. Totale Umstellung, dass ich nicht mehr wieder machen kann, was ich möchte. Eine Person eingeklemmt, das wissen wir. Bitte einmal ausrüsten mit Schere Spreizer. Brandschutz ist weiterhin sichergestellt. Du hast hier den schönen großen Bordstein, wo du mal drauf kannst. Es ist eine Person eingeklemmt. Damit ist doch super zu wissen. Heißt das, wir können jetzt auch direkt mal. Nein. Und jetzt? Ja. Perfekt. Wir wissen, bei beiden ist einer eingeklemmt. Du brauchst jetzt mal eben Hilfe von einer Person, die wir dir gar nicht mehr geben können. Mal wieder normale Klamotten an. Wieso kann ich ihnen nicht helfen einfach? Ach, weil du Maschinist bist. Also es ist doch doof, dass die nur zu viert hier ausrücken. Da kannst du auch schon wieder kaum was mit anfangen. Aber es ist bei vielen Berufsfeuerwehren mittlerweile so tatsächlich. Dass du wirkliche Probleme hast, die Fahrzeuge auch komplett zu besetzen. Bitte einmal einen Notfallkoffer holen. Auch mal richtig hinstellen. Wir müssen ja ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Zack.
Ich weiß, es ist nicht deins, aber räum's mal auf. Nein, das ist nicht möglich, alles klar. Aber sieht doch gut aus, oder nicht? Sieht fast danach aus, dass das hier so gehört. So, Notarzt übernimmt. Wieso können wir da jetzt nicht gucken? Einer von beiden hat jetzt nicht richtig nachgeguckt. Achso, wir brauchen ja auch schon mal Technik, den ASF zweimal. Sehr schön. Abtransport fertig. Da fackeln wir jetzt gar nicht lange. Hilft uns nämlich auch nicht. Zack, rein da und gut ist. So, du hast anscheinend richtig geguckt. Du anscheinend nicht. Einer von beiden hat wieder Mist gebaut. Oder es ist keiner eingeklemmt. Eins von beiden. Aber es wurde ja gesagt, es ist eingeklemmt. Also prinzipiell müsste ja was drin sein. Ach, Ölspur haben wir auch noch. Aha. Kannst schon mal. Bindemittel. Bindemittel. Jetzt können wir schneiden. Siehst du, der Notarzt hat Kacke gemacht. Einmal nach da. Und einmal nach da. Da war auch noch. Dann machen wir nur da. Ich glaube, das ist damit dann auch abgedeckt. Dann kannst du noch mal einen Besen holen. Besen holen. Das Thema, das Blaulicht ausmachen, verstehe ich halt nicht. So. Dann kannst du hier schon mal die Sachen wieder abbauen. Das geht nämlich sonst gleich nicht, wenn der Abschlepper da ist. Ist dann auch schon mal bei. Der sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Gucken wir uns doch mal eben an. Nee. Das Feuer war zu viel für ihn. Bestatter bitte dazu. Du kannst das dann auch wieder. Kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwo. Nee, nein, okay. Dann würde ich hier nochmal abbauen. Du, wir sind in P. Dann können wir die Leute auch schon einsteigen lassen und die auch, brauchst du dann ja nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir die auch einrücken lassen. Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Einmal removen, dann P, B, P, so, Brandausbruch, zeig mal her. Ach, du ahnst es nicht. Wohnhausbrand, volle Ausdehnung. Oh, oh, oh. HLF abkömmlich. Ja. Vermutlich noch nicht, weil muss noch abgebaut werden. Fahrzeug 40 hört. Umgehend durchgeführt. Fahrzeug 40 hört. Ende. Was gibt's? Wird ausgeführt. Fahrzeug 21 hört. Ich will das HLF nicht mit dabei haben, das ist ganz wichtig. Ende, Fahrzeug 21, hör, Ende. Oh, ich liebe Abschlepper. Ich liebe die Abschlepperlogistik oder Logik in Emergency. Fahrzeug 40, hör, auf dem Weg, Ende. Fahrzeug 21.
Einer fehlt dir aber. Hä? Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 21 hört. Wäre cool, wenn du mit reingehst. So, jetzt haben wir wenigstens ein schönes Feuer. 1. Feuerwehr. B. 3. So. Dip, dip, dim, dim. Ich muss mich jetzt mal eben kurz reinfinden. Wir brauchen Hydranten. Habe ich gut festgestellt, oder? Ich weiß, ich bin super. Da vorne. Sehr schön. Du. B-Schlauch. Du. B-Schlauch. Du. Ausrüsten. Nee, wir gehen von hinten ran. Versuchen das Ganze ein bisschen zu umstellen. C. Verteiler. Ausrüsten. Pumpe. Teleskopmast. Bitte hier in Position. Macht nichts, wenn es schnell geht. ELW nimmt mir hier vorne so ein bisschen den Verkehr weg. Natürlich Blaulicht anlassen einmal. Ausrüsten, AGT, aufbauen. C-Schlauch. Ja, das ist Verkehrsunfall hat gescheitert, mein Gott. Da gibt es jetzt deutlich Schlimmeres, wie zum Beispiel gleich die Kontrolle über das Feuer zu verlieren. Ja, das reicht. Toll, nee, das wollte ich jetzt so nicht. Jetzt sag nicht, du hast dich festgesetzt, mein Freund. Fahrzeug 4. Ende. Ja, auf dem Weg. Jetzt. Sehr schön. Aussteigen. Aussteigen bestätigt. Könntet ihr beide bitte nach da gehen? Du müsstest die Pumpe neu starten, sonst löschen nicht beide. Wir bräuchten mal einen B-Schlauch. Und das Ganze in doppelter Ausführung. Weil wir müssen ja auch irgendwie die TS, die Pumpe ein bisschen speisen. Ach, du kannst das wieder nicht, der Maschinist ist natürlich hier hinten. Ja, wir nehmen immerhin Wasser von einer Seite entgegen. Dann bitte... Wieso kann ich dich jetzt nicht ausfahren zum Löschen? Kann mir auch keiner wieder erzählen, ne? Egal, Dachmonitor. Das Feuer frisst sich hier rum. Fahr mal nach hier. Ich verstehe den Teleskopmast halt nicht. Theoretisch, genau, müsste er auch sagen können, ich lösche da vorne. Ich lösche das Haus, das ist ein Teleskopmast, der muss doch ausfahren. Na ja, gut. Sei es drum. Da aufbauen. Wahrscheinlich gescheitert, weil wir jetzt zu lange gebraucht haben, bis wir den Toten hier abtransportieren. Ich verstehe den Teleskopmast halt einfach nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Aber auch egal.
Wir haben. B. B. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Okay, müsst ihr Außenangriff mit C machen. Das würde gehen. Ich kann der machen kann auch nicht schlecht. Ich gehe davon aus, die können unter dem Carport langlaufen. Dürft mit denen von der anderen Seite ein bisschen kommen. Zack. Pumpe übernehmen. Mal nach hier. Ja gut, oder sie gehen nach da, das geht natürlich auch. Machen wir erstmal die Hecke da hinten. Und somit haben wir schon mal die Brandausbreitung ziemlich gedämmt. Das ist schon ganz gut so. Und damit hätten wir dann auch nach dem Feuer unsere Zeit tatsächlich wieder mal voll. Ich verstehe es gerade nicht. Wieso kann der Teleskopmast den jetzt nicht ausfahren und das Haus löschen? Oder den Busch, das ist ein Teleskopmast. Ich verstehe dieses Fahrzeug halt einfach nicht. Hier wieder einsteigen. Hinten, wo wir das im Kauf, in der Einkaufsstraße brennen hatten, da hat er super gearbeitet, ne? Und hier mokiert er sich dann wieder. Egal, wir haben es auch so unter Kontrolle gekriegt. Lösch du mal hier vorne die drei Mülltonnen. Gut, dass man so ein TLF noch mit dabei hat. Dann kannst du auch noch hier vorne gehen zum Löschen. Perfekt. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit dem zweiten Video diese Woche, da der Terminplan ziemlich voll ist. Ich werde abends nochmal live gehen und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ansonsten schönen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.